Hallo liebe Freundinnen und Freunde des guten Geschmacks und herzlich willkommen zu einem neuen Cocktailvideo hier auf meinem Kanal. Und heute, am 2. Advent, dem Nikolaustag, mixen wir mit Mountain Bird Pisco den Canela de Nicolas. Für den Canela de Nicolas Cocktail brauchen wir als erstes den Mountain Bird Pisco, 2 Jahre im Eichenfass gelagert. Außerdem noch Pedro Jimenez Sherry, ein Starkwein aus Spanien. Dazu noch ein bisschen was Weihnachtliches, Zimtsirup, dann noch Sodawasser und für den kleinen fruchtigen Touch ein wenig Orangenblütenwasser. Zubereitet wird der Canela de Nicolas direkt im Gästeglas, in diesem Fall in einem Longdrinkglas. Hier geben wir direkt ein bisschen Eis rein. Ich habe mich jetzt für einen schönen großen Eiswürfel entschieden. Ihr könnt natürlich auch viele kleine davon nehmen. Und dort gebt ihr dann 4,5 Zentiliter Mountain Bird Pisco hinzu. 3 Zentiliter Pedro Jimenez Sherry. 1,5 Zentiliter Zimtsirup. Und 2 kleine Spritzer Orangenblütenwasser. Anschließend wird der Drink verrührt und mit Sodawasser aufgegossen. Ihr könnt natürlich auch ganz normales Mineralwasser nehmen. Ich nehme hier das Sodawasser von Thomas Henry. Zum Trinken gebe ich noch einen Glasstrohhalm dazu und als Garnitur ein klein bisschen Thymian. Fertig ist der Canela de Nicolas mit Mountain Bird Pisco aus Chile. Ich hoffe, dieses kleine Nikolaus-Spezial hat euch gefallen. Ihr habt viel Spaß beim Nachmixen. Es würde mich sehr freuen, wenn ihr mir einen Like für dieses Video dalasst oder gleich den ganzen Kanal abonniert, um nichts mehr zu verpassen. Bis dahin wünsche ich euch noch einen schönen 2. Advent und wir sehen uns dann nächste Woche wieder. Bis dahin, Prost!